Das Tor der Illusion. Zum selben Zeitpunkt befand sich dort Tralala mit dem Hauptmann und einigen Soldaten hinter einem Wald am Rande seiner Stadt. Vor seinen Augen erstreckte sich eine blühende Wiese, die im Schein des dritten Mondes rot schimmerte. Ihr sprach von der Überraschung, doch alles, was ich sehe, ist eine Wiese, sprach Lord Tralala. Gleich nicht mehr, sprach der Hauptmann und drehte sich zu zwei Soldaten um, die Jagdhörner in den Händen hielten. Männer, gebt das Kommando! Er erhob die Hand. Sofort darauf bliesen die Soldaten in die Hörner, die einen schrillen Laut von sich gaben. Der Hauptmann drehte sich um und gleich darauf erzitterte die Erde. Der Lord drehte seinen Kopf mit einem leicht ängstlichen Gesichtsausdruck zu dem Hauptmann um, der stolz dastand. Er nickte zustimmend und deutete mit seinem Finger auf die Wiese, woraufhin der Lord sofort seinen Blick dahin richtete. Fast lautlos erschienen zwei drehende Spitzen aus der Erde, die schnell länger wurden und zwei Löcher am Boden hinterließen. Etwa 5 Sekunden später sprangen zwei imposante Maschinen aus der Erde, zu denen die Spitzen gehörten. Sie ähnelten Belagerungsrammen, jedoch waren an ihrer Ober- und Unterseite statt Rädern drehende Ketten. Der Lord war von der Größe dieser Maschinen beeindruckt. Er schätzte sie auf 50 Meter in der Länge und 10 Meter im Durchmesser. Nach ein paar ruhigen Minuten fragte der Hauptmann schließlich stolz den Lord: Habe ich euch zu viel versprochen? Sind dies die Juggernauts? Ja, groß und stabil, doch trotzdem schnell und leise. Abgesehen von den Erschütterungen. Wozu dienen sie? Lediglich den Graben von Tunneln? Das ist ihre Primäraufgabe, ja. Aber in ihnen haben auch etwa 50 Mann Platz. Seht ihr die kleinen Vertiefungen an den Seiten? Das sind Schießschachten, aus denen Distanzkämpfer feuern können. Während des Grabens sind sie geschlossen, damit keine Erde in den Juggernaut gelangt. Aber auf Knopfdruck kann der Fahrer diese öffnen, weshalb der Juggernaut auch für einen Angriff genutzt werden kann. Das Gehäuse besteht aus über Feuer gehärteten, etwa 10 cm dicken Silbereichenholz und ist völlig brandfest und auch mit schweren Geschützen kaum zu durchdringen. Somit ist es schwer, diese Maschine zu zerstören oder zu erobern. Es herrschte einen Moment Ruhe. Dann begann Lord Tralala wieder das Gespräch. Sehr beeindruckend, wirklich. Ihr habt ausgezeichnete Arbeit geleistet. Der Hauptmann platzte fast vor Stolz, doch der Lord rief ihn schnell wieder in die Realität zurück. Sind wir dann einsatzbereit? Sind die Truppen formiert und zum Aufbruch bereit? Noch nicht ganz. Viele der Männer waren noch wegen der Feierlichkeiten, indisponiert. Doch morgen Mittag werden wir vollständig sein. Nun gut, so sei es. Habt ihr mir sonst noch etwas zu sagen? Nicht, dass ich wüsste. Eure Anweisungen sind mir bekannt und klar. Dann führt sie aus. Morgen beginnen wir mit unserem Feldzug mit Ziel Erastu. Der Hauptmann nickte und im Schimmern des dritten Mondes zog der Lord mit seinen Wachen ab. Der Hauptmann stieg in einen der Juggernauts ein und bald darauf verschwanden diese genauso lautlos in die Erde, wie sie aufgetaucht waren. Nachdem alle verschwunden waren, bewegte sich ein Schatten hinter den Bäumen des Waldes. Er rannte durch das Gestrüpp Richtung Stadt. Als er ankam, verschwand er in der Shadow-Gilde. Es war der Sensei, der sich nun unbemerkt in sein eigenes Gemach schlich und dort die schwarze Kleidung, die er bis dahin trug, gegen seine eigentlichen, lilanen Kleidungsstücke tauschte. Er ging danach hinter eines der vorderen Bücherregale und zog dort ein Buch heraus, auf dessen Rücken ein Ankh abgebildet war. Daraufhin öffnete sich am Ende des Gangs eine Wand, so als wäre es eine Tür, die nach innen aufgeht. Er trat in den Raum dahinter. An der Decke waren wieder die Schatten, die jedoch lila zu sein schienen, und den Raum eine mystische und bedrohliche Ausstrahlung verliehen, da sie die einzigen Lichtquellen darstellten. An der Nordwand des Raumes im Schneidersitz sitzend befand sich die mysteriöse Gestalt, die stets in einem weißen Umhang erschien und scheinbar nie die Räumlichkeiten des Senseis verließ. Der Sensei setzte sich in Cesa ihr gegenüber und sprach mit einem zufriedenen Unterton: Ich habe es mir gerade erlaubt, den Lord und seinen Hauptmann beim Gespräch zu belauschen. Offensichtlich plant der Lord Tralala, die Universität der Illusionisten einzunehmen. Also ist dieser junge Seki tatsächlich dort? Das sagte ich euch bereits das letzte Mal. Doch wart ihr euch sicher? Der Sensei wurde kurz still und sprach dann scharf: Es gibt keine Sicherheiten. Nichts ist sicher. Nicht einmal der Tod? Der Mann im Umhang grinste leicht. Nicht einmal der Tod. Selbst er muss sich den Dingen fügen. Wenn die Zeit kommt, wird er einen holen. Wann für wen die Zeit gekommen ist, weiß nur er. Aber es gibt Wesen, für die kommt diese Zeit nicht. Nicht jeden trifft dieses Schicksal. Der Mann hörte auf zu grinsen. Und ihr glaubt das, was ihr sagt, tatsächlich? Wieso nicht? Der Sensei machte eine fahrende Handbewegung. Weil es Unfug ist. Nichts und niemand lebt ewig. Das habe ich auch nie gesagt. Ihr sagtet... Der Sensei unterbrach ihn mit lauten und durchdringender Stimme. Ich weiß, was ich gesagt habe. Und ich bleibe dabei.
Tod und Lebensende sind zwei verschiedene Zeitpunkte. Das werdet ihr noch lernen. Er holte kurz Luft. Wie dem auch sei. Ich möchte jetzt nicht darüber reden. Wichtig ist nur, dass Seki in Erastu ist und der Lord fest entschlossen ist, in den Krieg zu ziehen. Mehr muss uns nicht kümmern. Wenigstens diesbezüglich kann ich mich eurer Meinung anschließen. Wie denkt ihr, wird der Krieg verlaufen? So, wie ich es mir erhoffe. Was soll das nun wieder bedeuten? Ihr verlangt Klarheit. Und ihr sollt sie bekommen. Doch vorerst solltet ihr euch in Geduld üben. Ich sagte euch schon einmal, dass ihr lernen müsst, mir zu vertrauen. Und ich sagte euch schon einmal, dass ihr kein Vertrauen verdient. Wieso? Habe ich meinen Teil der Abmachung bisher nicht tadellos erfüllt? Das habt ihr wohl, jedoch verdient ihr trotzdem kein Vertrauen. Ihr handelt nur zum Eigennutz. Eure Worte berühren mich tief in meiner Seele. Der Sensei grinste spöttisch. Ihr handelt genauso zum Eigennutz, genau wie ich. Nicht wie ihr. Ihr handelt bloß aus Rachsucht. Der Sensei blickte grimmig. Scheinbar hatte der Mann mit dieser Aussage einen wunden Punkt beim Sensei getroffen. Er stand auf, drehte sich um und sprach, während er aus dem Zimmer ging, »Ich handle aus Verlangen nach Genugtuung.« Der Sensei war aus dem Raum verschwunden und schloss die Geheimtür. »Genugtuung«, sprach der Mann vor sich hin. »Was wisst ihr schon von den Qualen der Ungerechtigkeit? Leicht fällt es denen, von Genugtuung und Gerechtigkeit zu sprechen, die niemals die Strafen der Ungerechtigkeit erleiden muss. Ihr wisst nicht, wie sich das anfühlt. Nie wurdet ihr für das bestraft, was ihr nicht getan habt. Doch so oft wurden stattdessen so viele für eure Taten bestraft, die sie nicht getan haben, genauso wie ich.« Die Sonne strahlte an diesem Morgen wieder hell und weckte Seki aus seinem Schlaf auf. Dieser stand gemütlich auf und begab sich zum Hörsaal der Universität, um sich dort sein Frühstück zu holen. Die Illusionisten hatten sich dazu eine magische Konstruktion einfallen lassen, die die Essbedürfnisse aller befriedigen sollte. Diese Maschine stand hinter dem Hörsaal und bestand im Wesentlichen aus einer Duschhaube, an der ein Schlauch befestigt war, der zu einem viereckigen, metallenen Kasten führte, der sich vorne öffnen ließ. Das Prinzip dieser Maschine war sowohl einfach als auch effektiv. Man setzt sich die Haube auf den Kopf und denkt an diese Speise oder das Getränk, das man gerne hätte, und gleich darauf taucht es in dem Kasten auf. Allerdings war diese Maschine, die die Schüler einfach Mampftopf nannten, oft defekt, da sich viele Schüler an den Warnhinweis nur für Speisen und Getränke, keine anderen Gedanken einspeisen, nicht störten. So dachten sie an alles Mögliche, in der Hoffnung, es zu bekommen. Hauptsächliche Störgedanken waren Frauen und Reichtümer, beides Sachen, die in Erastu Mangelware waren. Doch auch andere Gedanken vertrug diese Maschine nicht. Schuhe, Pflanzen, Dinosaurier, Mäuse, Flügel, schwarze Lederpeitschen, enge Strümpfe, kleine Dinge mit Flügeln, die wie eine Kartoffel aussahen, Zauberhosen, die bis zu den Kniekehlen hängen, um nur eine kleine Aufzählung der Gründe für Ausfälle zu nennen. Scheinbar war auch hier die Fantasie der Zauberer schier endlos. Seki setzte sich die Kappe auf und dachte an Spiegeleier und ein Glas Milch. Es war ein kleines Ploppen zu hören und Seki setzte den Helm ab und öffnete die Klappe. In dem Kasten befanden sich tatsächlich Spiegeleier und ein Glas Milch, die Seki herausnahm und gleich vor Ort verzehrte. Wieder hatte er den ganzen Saal für sich, doch er wunderte sich nicht, da er wusste, dass Zauberer Morgenmuffel sind. Nach dem Frühstück ging er in sein Zimmer und übte fleißig seinen ersten Zauber Telekinesis. Zuerst fing er wieder an, mit dem Stift zu üben, den er gestern Abend mitgenommen hatte. Nach ein paar Stunden hatte er es geschafft, den Stift durch sein ganzes Zimmer schweben zu lassen. Allerdings fiel es ihm schwer, ihn durch enge Passagen zu steuern. Dafür brauchte es wohl einiges mehr an Übung. Die Konzentration machte Seki langsam zu schaffen und er spürte langsam Kopfschmerzen aufkommen und erinnerte sich sofort an die Warnung aus dem Buch, das er gelesen hatte, und hörte auf zu üben. Er beschloss sich auch mal wieder seinen eigentlichen Kenntnissen und Übungen aus der Shadow-Gilde zu widmen und begann durch sein Zimmer zu schleichen. Dies machte er etwa eine halbe Stunde. Danach nahm er seine Dolche und übte mit diesen einige Attacken. Dabei stieß er mit seinem rechten Ellenbogen versehentlich gegen einen Schrank, woraufhin er vor Schmerz den rechten Dolch fallen ließ. Nachdem der erste Schmerz abgeklungen war, wollte er sich bücken, um den Dolch aufzuheben. Doch er hielt inne, schloss die Augen und konzentrierte sich. Dann öffnete er die Augen wieder und sprach Telekinesis, woraufhin der Dolch sich vom Boden erhob. Er zitterte zuerst, doch dann begann Seki sich mehr anzustrengen. In seinem Gesicht war eine leichte Verkrampfung zu erkennen, da die Adern auf seiner Stirn hervortraten, und gleich daraufhin hob der Dolch richtig ab und flog mit dem Griff nach vorn direkt in Sekis Hand. »Sehr praktisch«, sprach Seki, wobei ein leichtes Grinsen in seinem Gesicht zu erkennen war.
Wieder schloss er die Augen und konzentrierte sich vollkommen auf den Dolch, sprach Telekinesis und ließ ihn los. Er schwebte ohne jegliches Zutun im Raum und nach einer Weile ließ Seki den Dolch nach vorne in den Schrank stellen, wo er stecken blieb. Sekis Versuch war gelungen und so nahm er den Dolch wieder an sich. Da ihn dies aber so sehr anstrengte, dass er abermals Kopfschmerzen bekam und er keine Lust hatte, weiter mit den Dolchen zu üben, beschloss er, in die kleine Bibliothek zu gehen und sich ein neues Buch auszuleihen. Er schaute in die Indexkarte, die er vom Bibliothekar bekommen hatte. Er las: AA – Grundlagen der Illusionsmagie. BB – Alles über Wasser und seine vielseitigen Anwendungen. CC – Zauberer – Philosophische Darstellung, warum sie so sind, wie sie sind. DD – Einfache Illusionszauber und Lernhilfen. Die Liste ging noch weiter bis Goku, aber als Seki bei DD angekommen war, dachte er sich, dass es wohl recht sinnvoll wäre, wenn er sich mehr Zauber aneignen würde. Magie ist eine sehr nützliche Sache, da man mit ihrer Hilfe viele Sachen anstellen kann, die anderweitig gar nicht möglich waren. Aber sie ist auch gefährlich, da man leicht dazu geneigt ist, es zu übertreiben und sich selbst in Gefahr zu bringen. Diese Erkenntnis hatte Seki bereits gemacht. Er ging in die Bibliothek und stellte sich an das Regal DD. Er sah viele interessierte Titel wie Gedanken und wie man sie erkennt und mit ihnen spielt, Raumbeugung und Blickverzerrung, Gefühle, Liebeszauber und andere Lügen und viele mehr. Er entschied sich für ein Buch mit dem Titel Verbergen und Verschwinden, da er vermutete, dass er so seine Tarnfähigkeiten als Shadow sehr verbessern konnte. Er nahm das Buch und ging zum Bibliothekar, der fast auf seinen Tisch einzuschlafen schien. Guten Tag! Ich möchte gern das Buch hier ausleihen, sprach Seki. Der Bibliothekar schreckte auf und sah ihn in die Augen. Ach, ihr seid es. Ihr habt mich erschreckt. Ich war gerade in meinen Gedanken vertieft. Ihr erinnert euch an mich? Seki kam das komisch vor, da der Bibliothekar doch bestimmt mehr als 100 Leute am Tag hier ein- und ausgehen sehen musste. Aber selbstverständlich, ihr seid Seki, der Einzige ohne Magiergewand. Das fällt unter Zauberern auf. Da habt ihr wohl recht. Ich würde mir gerne das Buch hier ausleihen. Der Bibliothekar nahm das Buch und trug es in die Liste ein. So, du kannst es jetzt mitnehmen. Seki nahm das Buch und sprach, Danke, ihr erscheint heute so fröhlich. Darf man fragen, wieso? Aber selbstverständlich, der Erzkanzler hat mir Gelder zur Konstruktion der Zauberkugel genehmigt. Jetzt kann ich also intensiver forschen. Gratuliere, sagte Seki in einem freundlichen Ton. Danach verabschiedete er sich und ging in sein Zimmer, um das Buch zu lesen. Nach einigen Stunden hatte er gerade ein Viertel des Buches geschafft. Es war sehr interessant, da einige Zauber wirklich dazu dienten, sich besser zu verbergen. Der Zauber, der Seki am meisten ansprach, war Invisible, da dieser den Anwender unsichtbar machte. Doch in dem Buch war keine weitere Beschreibung dazu zu finden. Lediglich der Hinweis, dass dieser Zauber für Anfänger zu kompliziert sei und dass in den Werken Verborgen und Verschwinden 2 mehr zu erfahren ist. Das fand Seki schade, aber er nahm es hin, da er sich klar darüber war, dass er noch zu ungeübt ist, um diesen Zauber beherrschen zu können. Dafür hatte er aber einen anderen Zauber gefunden, der sich Chamäleon nannte. Dieser Zauber verleiht den Anwender die Fähigkeit, sich bei Stillstand der Umgebung anzupassen. Das Buch riet auch, diesen Zauber oft zu üben, da sich so die Anpassung schneller vollziehen würde. Ein weiterer Zauber, den Seki unbedingt lernen wollte, war Kison, der dazu führte, dass der Anwender in der Nacht trotzdem bunt sehen konnte. Seki wurde müde und schlief, wie viele andere Zauberer, über seiner Lektüre ein. Zur selben Zeit befand sich Lomus im Hörsaal und wartete vergeblich auf wissbegierige Schüler. Aus Langeweile schrieb er ein paar Zeilen auf ein Stück Papier. Dann kam doch ein Schüler, der allerdings sehr aufgeregt schien. Er rannte zum Tisch und sprach völlig außer Atem: Lomus, der Erzkanzler, wünscht euch umgehend zu sprechen, es ist dringend. Lomus wirkte überrascht. Der Erzkanzler? Wo ist er denn gerade? Was möchte er von mir? Er ist mit den anderen hohen Zauberern im Beratungssaal und erwartet euch dringend. Der Grund ist mir nicht bekannt. Danke, ich werde sofort gehen. Der Schüler verschwand und Lompus nahm seine Schreibfeder und schrieb auf einen leeren Zettel: Aus wichtigem Grund befinde ich mich beim Erzkanzler. Bei Fragen bitte später melden, Lompus. Lompus lief an seinem Zimmer vorbei und kam zu der großen Treppe, die in den vierten Stock führte. Der Raum, den er betrat, war wie die Eingangshalle aufgebaut, jedoch etwas kleiner. Ein weiterer Unterschied war, dass die Treppe in der Mitte des Raums nur halb so hoch war und in den fünften Stock führte. Als Lompus die Treppe hinaufgegangen war, befand er sich in einem Vorraum des Beratungssaals, in dem schon hitzige Stimmen von noch hitzigeren Zauberern zu hören waren. Lompus rückte seine Kleidung zurecht und betrat den Saal. Der Saal war groß.
In seiner Mitte stand eine runde Tafel, an der gut und gerne 50 Personen Platz nehmen konnten. Auf der Tafel waren einige dekorative Gegenstände zu sehen, die ihre Farbe und auch ihre Form langsam veränderten, jedoch an einem Platz zu bleiben schienen. Als die anderen Zauberer nach einigen Minuten bemerkt hatten, dass Domus erschienen war, wurde es ruhig und sie schenkten ihm die Aufmerksamkeit und er begann zu sprechen. Erzkanzler, ihr habt nach mir schicken lassen? Ja, Lumbus, nehmt doch bitte Platz. Ich möchte euch bei unserem Diskurs als anwesend wissen. Der Erzkanzler sprach mit einer männlichen, vertrockneten alten Stimme, die recht bestimmend war. In ihr konnte man deutlich hören, dass der Erzkanzler schon viel erlebt haben musste und reich an Wissen, Weisheit und Erfahrung war. Seine Stimme passte gut zu seinem Äußeren, da er schon sehr alt schien. Sein Gesicht war durch viele Haare und einen großen Bart bedeckt. Alles unterhalb der Nase schimmerte weiß durch seinen Bart, der ihn bis zum Bauch reichte. Vor allem sein Schnurrbart war sehr gepflegt und sah aus wie ein einzelnes, dickes Haar, das in den Mundwinkeln herunterhing. Auch verfügte er über volles, langes Haar, das ihn sowohl über den Rücken als auch über den Schultern hing. Sein Zauberergewand glitzerte durch den ganzen Raum, so viele Sterne, Monde und Sonnen waren darauf abgebildet. Sein Hut hatte, wie bei vielen Zauberern, Übergröße und der Zipfel hing nach hinten herunter. Wie der Rest seiner Kleidung war alles in ein Lila gehalten, das fast schon blau erschien. Lumbus ging an einigen Zauberern vorbei und nahm schließlich Platz. So, sprach der Erzkanzler. Wisst ihr, worüber wir gerade reden? Nein. Es geht um euren neuen Schüler, diesen Seki. Wir haben bereits darüber gesprochen. Wenn er ein Verbrechen begeht, werde ich ihn, wie abgesprochen, der Universität verweisen und sein Gedächtnis löschen. Nein, 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 sprach der Erzkanzler schnell. Er hat keinen Ärger gemacht. Zumindest habe ich nichts derartiges in Erfahrung bringen können. Es ist etwas Unangenehmes passiert. Der Erzkanzler machte eine kleine Pause. Wir haben einen Blick nach Geltenort gewagt. Der verblendete Lotralala hat heute in der Mittagsstunde seine Truppen gesammelt. Es ist anzunehmen, dass er plant, uns anzugreifen. Ich verstehe nicht, gestand Lumbus. Ein Zauberer, der noch recht jung aussah, beugte sich vor und sagte laut: Er ist gekommen, um diesen Seki zu holen. Es ist seine Schuld. So direkt kann man das nicht sagen, warf der Erzkanzler ein. Eine laute Diskussion entstand. Lumbus war noch nie vorher an einer Beratung beteiligt. Er wusste immer nur, dass nur in den seltensten Fällen eine klare Entscheidung das Resultat war. Jetzt, wo er sah, wie die Zauberer wie wild miteinander diskutierten, obwohl bei der Lautstärke wohl keiner den anderen verstehen konnte, verstand er, wie so viele Beratungen so erfolglos verliefen. Es wollte keine Ruhe einkehren, weshalb der Erzkanzler mit einer unglaublich lauten und furchteinflößenden Stimme, die mit Sicherheit durch Magie verstärkt wurde, schrie: Genug! Sofort war es mucksmäuschenstill. Der Erzkanzler wandte sich wieder Lumbus zu. Hört! Ich bin sicher, dass Seki der Grund für die Torheit des Lords ist. Aber ich weiß auch, dass er nichts dafür kann. Aber wieso? Was ist an diesem Seki besonders? An sich nichts. Er strich sich über seinen Bart. Aber der Lord sieht in ihm eine wachsende Gefahr, da er mit Sicherheit glaubt, dass wir ihm die Magie lehren. Und da er ein Shadow ist, könnte er sehr mächtig werden. Deshalb möchte ich euch eine Frage stellen. Denkt gut nach, ehe ihr antwortet. Lumbus Augen weiteten sich und der Erzkanzler schien zu spüren, dass Lumbus es kaum erwarten konnte und fragte schließlich: Steht Seki auf der Seite der Guten und können wir ihm vertrauen? Nach einigen Minuten antwortete Lumbus: Auch wenn er ein Shadow ist, so bin ich überzeugt, dass er ein guter Mensch ist, der seine Fähigkeiten unter Kontrolle hat und in der Lage ist, Gut von Böse zu unterscheiden. Damit habe ich gerechnet. Gut, in diesem Fall werden wir Seki bei uns behalten. Ein Zauberer stand auf und unterbrach den Erzkanzler. Aber Erzkanzler, der Lord wird uns angreifen, solange Seki hier ist. Setzt euch! Darüber bin ich mir im Klaren. Wenn der Lord das Schwert gegen uns erhebt, nur weil wir jemanden, den er für schlecht hält, unterrichten, dann soll er auch durch das Schwert sterben. Doch ist das nicht gefährlich? Sprach der Zauberer. Jeder Krieg ist gefährlich. Doch der Lord hat kein Recht, uns anzugreifen. Wenn wir ihm nicht entschlossen entgegentreten, so wird er nie Respekt zeigen und uns ständig erpressen, so wie er es mit seinem eigenen Volke tut. Er wird lernen, uns zu achten, uns zu tolerieren. Es ist nicht seine Welt. Er kann nicht über sie entscheiden. In der Runde war es ruhig. Wenn keiner weiter einen Einwand hat, dann können wir diese Beratung als geschlossen erklären.
Lombus wollte zuerst fragen, was denn nun mit Zeki wird. Doch nach einigem Nachdenken fiel ihm ein, dass er wohl beschützt werden würde, da er ja die Zielperson war. Und wie sieht der Schlachtplan aus? Fragte ein anderer Zauberer. Wir werden versuchen, es diplomatisch zu lösen. Doch wir werden keinen Erfolg haben. Lord Tralala war schon immer ein Sturkopf. Darum werde ich und die vier Kanzler der genauen Ungenauigkeiten das Ritual von Auritos vorbereiten. Alle anderen sollen sich auf den Kampf vorbereiten. Die besten Zauberer werden sich auf den Türen positionieren und den Feind so lange wie möglich aufhalten. Die schlechteren Zauberer sollen das Tor verteidigen und einige Illusionen heraufbeschwören, aber welche, die nicht gleich bei einer Berührung kaputt gehen. Sonst noch Fragen? Es blieb still. Gut, dann erkläre ich die Beratung als beendet. Sagt euren Schülern Bescheid und bereite sie darauf vor. Heute Abend werden wir um den Stolz unserer Universität kämpfen. Die Runde löste sich unter leisen Gemurmel auf. Lombus entschied sich noch einmal zum Erzkanzler zu gehen, der immer noch auf seinem Stuhl saß. Verzeiht, Erzkanzler. Ich hätte noch eine Frage bezüglich Zeki. Was wird aus ihm? Soll ich Ihnen sagen, was passieren wird? Der Erzkanzler schaute nachdenklich und sprach: Wir müssen es ihm sagen. Es führt kein Weg daran vorbei. Ich hoffe, er wird verstehen, dass es nicht seine Schuld ist und dass es unsere Entscheidung war, zu kämpfen. Ich denke, dass er es verstehen wird. Er ist eigentlich recht klug, aber was soll ich jetzt mit ihm machen? Sagt ihm, was passieren wird. Dann bringt ihn in den Keller, nur für den Fall, dass wir eine Niederlage erleiden. Dann kann er immer noch durch den Geheimgang fliehen. Ja, Erzkanzler. Noch etwas. Eure Aufgabe bei diesem Kampf wird daran bestehen, alle Schüler bis zur zweiten Stufe hinter dem Tor zu sammeln und es zu verteidigen. Ihr werdet sie anführen. Aber Erzkanzler, denkt ihr nicht? Selten. Und nun geht. Es wird Zeit. Ich habe volles Vertrauen zu euch. Lombus verabschiedete sich und verließ den Raum und suchte Zeki in seinem Zimmer auf. Nach dreimaligen Klopfen öffnete Lombus die Tür und trat ein. Er sah, wie Zeki in seinem Bett schlief, ging zu ihm hin und rüttelte ihn sanft wach. Was ist? Ich bin es, Lombus, Zeki, wir müssen reden, sagte er mit einer sehr ernsten, aber gefassten Stimme, wie ein Vater, der seinen Sohn etwas Schlimmes erklären muss. Zeki setzte sich auf und sprach: Worüber? Schlimme Nachrichten. Lord Tralala ist auf dem Weg zu unserer Universität. Was will er denn von euch? Lombus wurde ruhig und sprach dann leicht entsetzt: Dich. Zeki war verwundert und fragte: Mich? Wie meint ihr das? Wörtlich. Nun drückt euch doch mal klar aus, ich verstehe immer nur Bahnhof. Der Lord hat vor, unsere Universität anzugreifen und dich zu entführen und hinzurichten. Ist er diese deutliche Variante lieber? Zeki schluckte und seine Augen weiteten sich vor Verblüffung. Jetzt weiß ich wenigstens, worum es geht. Ich kann verstehen, dass du entsetzt bist. Okay, heißt das nun, dass ich gehen muss? Nein, der Erzkanzler wünscht, dass du bleibst. Was? Aber wieso? Eure Universität gerät durch mich in Gefahr. Euer aller Leben ist bedroht. Mach dir um uns keine Sorgen. Wir sind durchaus in der Lage, uns zu verteidigen. Kennt ihr die Größe seines Heeres? Ich schon. Wir auch. Doch ihre Anzahl bedeutet nichts. Könntest du dich jetzt langsam beruhigen? Ich kann dir versichern, dass er nichts zustoßen wird und dass wir noch keinen großen Verlust erleiden werden. Keine großen Verluste? Nun ja, sicher werden einige ihr Leben verlieren, aber das ist bei einem Krieg ja ganz normal. Wie könnt ihr nur so ruhig bleiben? Wie kannst du nur so nervös sein? Für ein Shadow eher eine ungewöhnliche Eigenschaft. Zeki atmete tief durch. Entschuldigt, doch ich habe noch nie einen Krieg erlebt, geschweige denn provoziert. Eigentlich ist es egal, weißt du? Was ist egal? Wie du reagierst. Die Entscheidung ist getroffen und endgültig. Und was wird jetzt passieren? Verzeiht, dass ich so dumm frage, aber ich habe so eine Situation noch nie erlebt. Darüber solltest du froh sein. Zu deiner Frage, der Lord wird mit seinen Männern etwa heute zu Sonnenuntergang eintreffen. Ich werde dich jetzt in den Keller bringen. Dort bist du sicher. Falls wir nicht siegen sollten, so kannst du von dort fliehen. Es gibt einen alten Geheimgang, der in den Feenwald führt und den man ohne das Geheimwort nicht nutzen kann. Werdet ihr mit mir dort warten? Lombus drehte seinen Kopf von Zeki weg. Nein, ich werde die Verteidigung am Tor leiten. Doch jetzt sollten wir gehen. Ich muss dann auch noch die anderen auf den Kampf vorbereiten. Er packte Zeki am Arm und zog ihn hoch. Dann liefen sie in die Eingangshalle unter die Treppen, die in die zweite Etage führten. Lombus lief auf die Wand dahinter zu und verschwand in ihr. Zeki verwunderte dies und er rief aus Reflex: Lombus? Er steckte den Kopf durch die Wand und antwortete mit einem leichten Lachen: Haha! Verzeihung, alte Gewohnheit von mir. Ich habe vergessen, dir zu sagen, dass manche Wände nur Illusionen sind, hinter denen sich geheime Gänge befinden.
Komm mit, du brauchst keine Angst zu haben. Die Wand existiert nur in deiner Fantasie. Er zog seinen Kopf zurück und Seki ging auf die Wand zu und streckte die Hand aus. Als er die Wand berührte, verschwand seine Hand darin, doch es fühlte sich so an, wie als würde er durch Luft greifen. Er zog seine Hand wieder zurück und musterte sie. Sie war wie eh und je und total unversehrt. Toll, was man mit Magie alles machen kann, sagte Seki. Lombus streckte seinen Kopf wieder durch die Wand und sprach, ja, ja, kommst du nun endlich? Und der Kopf verschwand wieder. Seki lief vorsichtig auf die Wand zu und war bald dahinter und sah Lombus, der mit verschränkten Armen auf ihn wartete. Seki drehte sich noch einmal um. Er war sehr erstaunt, denn die Wand war nicht mehr da. Er konnte direkt in die Eingangshalle blicken. Wo ist die Wand hin? Sie wurde so erschaffen, dass man sie nur von einer Seite sieht. Wie gesagt, sie ist eine Illusion. Seki hörte, wie Lombus weiterging und drehte sich um, um ihm zu folgen. Sie gingen eine alte, ausgetretene Treppe hinab, an deren Ende war ein Gewölbe, das aber taghell war. Seki dachte sich, dass hier bestimmt wieder die Verzauberung gesprochen wurde, durch die es immer taghell ist. Lombus hielt vor einer Tür ohne Knauf an und sprach, das ist der Fluchtweg, sprich das Wort Meandor. Die Tür verschwand. So öffnet sich diese Tür für etwa 5 Sekunden. Die Tür erschien wieder. Dahinter befindet sich der Geheimgang. Mach dir um Verfolger keine Sorgen. Diese Tür sieht zwar nicht eindrucksvoll aus, wie es magische Türen so an sich haben, aber sie ist eine der stärksten Türen, die es gibt. Wage es nie, sie zu berühren, ohne das Geheimwort zu sprechen. Es wäre womöglich dein Tod. Seki war erstaunt und erst einmal still. Doch dann fragte er, und was soll ich hier während der Belagerung machen? Ich würde gerne helfen. Das kannst du leider nicht. Der Lord will deinen Kopf. Und deswegen ist es wichtig, dass du in Sicherheit bist, aber... Lombus lief in einen nahegelegenen, kleinen Raum, in dem viele Sachen lagen, die mit Tüchern bedeckt waren, damit sie keinen Staub fingen. Seki lief hinterher und hörte ihn kramen. Hier war es doch irgendwo... Wo ist es? Dieses kleine Dings. Ah, hier ist es. Lombus zeigte einen handgroßen Spiegel hervor. Na, ist das nicht toll? Fragte Lombus. Das ist ein Spiegel. Ja, ist das nicht wundervoll? Es wird ein Krieg geführt und alles, was sie mir gibt, ist ein Spiegel? Fragte Seki mit einer abwertenden Stimme. Das ist kein gewöhnlicher Spiegel. Wenn du in ihn schaust, siehst du das, was eine Person deiner Wahl sieht, die auf diesen Spiegel fixiert ist. Ich werde ihn so einstellen, dass du den Kampf aus meiner Perspektive verfolgen kannst. So weißt du immer, wie es gerade um uns steht. Er hielt sich die Rückseite des Spiegels an die Stirn. Kurz darauf war ein kurzes Ploppen zu vernehmen und der Spiegel zeigte genau das, was Lombus gerade sah. So, du wartest brav hier, bis die Schlacht vorbei ist. Ausgenommen, du musst fliehen. Versprich mir das. Ich weiß, dass ein Shadow verpflichtet ist, sich an sein Versprechen zu halten. Ja, ich verspreche es euch. Darf ich wenigstens etwas zaubern üben? Meinetwegen kannst du zaubern üben. Singen, tanzen, ein Shakespeare-Stück aufführen. Mach, was du willst, aber bleib hier. Mit diesen Worten verabschiedete Lombus sich und ging in den Hörsaal. Als er den Hörsaal erreichte, waren nur einige Schüler anwesend. Er schickte sie los, um die anderen aus den Quartieren zu holen. Nach einer halben Stunde waren endlich alle da und der Saal war prall gefüllt. Einige mussten sogar stehen. Als etwas Ruhe eingekehrt war, fing Lombus an, von seinem Podium herabzureden. Liebe Schüler, danke, dass ihr alle so schnell gekommen seid. Ich will keine großen Reden schwingen, weil uns dazu die Zeit fehlt. Lord Tralala, ich bin mir sicher, ihr habt schon alle von ihm gehört. Er machte eine kleine Pause, weil ein Kicherer durch die Reihen ging. Also, Lord Tralala rückt auf unsere Universität zu und wird heute Abend hier sein. Er hat vor, uns anzugreifen. Aus welchem Grund? Rief einer der Schüler ein. Aus persönlichem Hass. Wir werden uns ihm entgegenstellen. Der Erzkanzler hat mir die Leitung der Verteidigung des inneren Tores übertragen. Und ihr müsst mir dabei helfen. Dies ist seine Anweisung. Wir helfen euch! Helfen euch! Wir helfen euch! Tönten einige aus der Masse. Sehr gut, ich danke euch. Hat jetzt noch jemand eine grundsätzliche Frage? Wenn nein, dann werde ich euch nun unsere Strategie erklären. Er wartete einige Sekunden, ehe er widersprach. Gut, der Lord verfügt vorwiegend über Bodeneinheiten, vorwiegend Infanterie. Sein erster Zug wird sein, unser äußeres Tor zu zerstören. Wir werden abwarten, bis dies passiert ist. Wir treten dann seine Soldaten in den Vorhof vor unserem Eingangstor. So werden die Illusionen, die wir im Vorfeld erschaffen werden, sie angreifen. Sobald dies geschehen ist, werden wir unsere Eingangstor öffnen und sie mit Magie angreifen. Unsere Aufgabe ist es, sie vom Eindringen in unsere Universität zu hindern. Schön und gut, aber es wird uns doch zahlenmäßig überlegen sein. Wie sollten wir sie alle aufhalten? Fragte ein Schüler. Wir müssen nur versuchen, Zeit zu gewinnen. Der Erzkanzler wird mit Hilfe der 4 Kanzler
der ungenauen Genauigkeiten einen mächtigen Zauber weben, der unsere Gegner in die Flucht schlagen will. Und was ist mit der Luft? Verfügt der Lord nicht auch über Lufteinheiten? Ja, aber darum kümmern sich die höheren Zauber, die dies von den hohen Türmen bekämpfen werden. Der Schüler nickte zufrieden. Da dies nun auch geklärt ist, möchte ich, dass ihr mir auf dem Hof folgt. Er ging von seinem Pult weg und lief in den Hof. Als alles versammelt waren, stellte er sich vor sie und sprach: Da noch keiner der Gegner je hinter die Mauern der Universität geblickt hat, können wir ihnen eigentlich jede beliebige Illusion vorsetzen, ohne dass sie einen Verdacht hegen werden. Er machte eine kurze Denkpause. Ich möchte, dass ihr bis zum Tor ein regelrechtes Allee aus großen, mächtigen Bäumen erschafft. Auf dem Weg zwischen ihnen sollten große Pfützen sein, die zu Wasserelementaren werden. Auf dem Simsen vor dem Eingangstor. Herr Lombus, unterbrach ihn einer der Schüler. Ja, was ist denn? Ich bin gerade in meiner genialen Vorbereitung. Das schaffen wir nicht. Das ist viel zu viel. Lombus wurde kurz ruhig und schluckte seinen ersten Zorn herunter. Gut, dann eben nur die Bäume und die Pfützen. Aber Herr! Wir müssen es versuchen. Beeilt euch, aber seid achtsam. Wenn das Horn vom obersten Turm ertönt, zieht ihr euch sofort ins Innere zurück. Und jetzt fangen wir an. Lombus begann, einen Baum zu formen. Die Schüler kamen sofort, um ihm zu helfen. Der Tag verging unter großen Bemühungen und zu Sonnenuntergang waren die notwendigen Vorbereitungen getroffen. Und die Zauberer der Universität warteten im Inneren des Ansturms des Lords ab, während der Erzkanzler mit seinen vier Gehilfen immer noch das Ritual vollzog.